Es wird ein Video mit Fisch, Hannes. Nee. Heute nicht. Hey, da ist eine Laus. Geil. Mm-mm. Auch nicht. Wait a minute. Who are you? Na, Barschelomeos TV. Und jetzt habe ich doch Bock. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute wieder mit dem Hannes unterwegs. Jawohl. Wir hatten Minusgrade und ja, hatten Glück, dass der See nicht zugefroren ist. Wir haben uns ein richtig großes Gewässer ausgesucht. Ich. Du, genau. Die Gewässerwahl wurde diesmal mir überlassen, nachdem wir letztes Mal so geschneidert haben. Ja gut, es passiert mal, ne? Und ist halt eine harte Jahreszeit. Ja. Also von daher. Aber es ist heute wenig Wind angesagt und die Sonne soll auch noch rauskommen. Deswegen habe ich mich für ein großes Gewässer entschieden, was verhältnismäßig flach ist. Die tiefsten Stellen sind so um die 4 Meter, aber das Gewässer hat 115 Hektar. Ja. Also schon nicht ganz klein. Und wir versuchen es auf Hecht. Genau. Ja, sonst. Und dann sehen wir uns auf dem Wasser wieder. Genau, viel Spaß. Also, Hannes hat seinen ersten Fisch gefangen. Ein schöner 60er Hecht würde ich jetzt mal schätzen. Der wird jetzt erstmal abgehakt. Oh, kalt. Alter, weggeblasenen Gummi. Und Lotte. So, willst du was dazu sagen? Eigentlich nicht. Du hattest ihn im Kescher, wolltest ihn gerade lösen, den Köder. Dann hat er sich geschüttelt und ist... Über die Kescherwand hat sich dann gewunden. Aber ich hab dir gesagt, wenn die Hechte sich schütteln oder schon unten mit dem Schwanz wackeln, dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Ja. Aber... Es ist der erste Köder. Fisch. Schön mal Leo. Und das ist unsere eigene Sonderfarbe, die wir erstellen lassen haben. Genau. Also, hat schön geliefert. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und das war mein Gummifisch, wollte ich mal sagen. Also, gib her, gib her. Unser Fisch. Ein schöner 70er, 80er Hecht. Ach, hör auf. Nein, das gibt's doch nicht. Ah, auch voll reingeballert. Ja, schön auf die Superfarbe. Ja. Wieder auf den Kollegen. Ja, ja, nein! Oh, leck mich doch am Arsch. Ja, aber nein! Oh. Oh! Alter, der war gut! Schön auf den Mann, Leo?
Junge, Junge, was ist hier los? Wir haben ein Filmriss nach dem anderen. Bei Hannes steigen sie entweder aus oder bleiben kurz kleben. Oder springen aus dem Kescher. Oder springen aus dem Kescher, genau. Ich hatte auch gerade noch einen richtig heftigen Filmriss gehabt. Ja. Also, hab insgesamt angeschlagen und... Drei Filmrisse und ein Fisch, ja, der und rausgekommen ist. Ja, genau. Also Frequenz ist ist okay, super. Für den Winter ist es auf jeden Fall top. Ja, wir geben unser Bestes und wir werden weiterhin das Schiff ansteuern, weil tatsächlich anscheinend hier die besseren Fische auch stehen. Ja, dabei. Das ist quergehakt, glaube ich, ein Fisch. Trotzdem guter. Ich glaube, aber quer gehakt. Oder? Ne. Oh ja, geht doch. Erleichterung bei Hannes. Ja, gebissen auf einen blanken Jighaken. Nee, Spaß. Köder ist im Kescher. Der ist natürlich abgegangen. Oh, ist das Wasser kalt. Ich weiß auch nicht, warum du das Netz sich einfach nur ein bisschen wärmer machst. Der Fisch ein bisschen geschont ist. Ja, schöner 70er Hecht, würde ich sagen. Das geht nicht. Gut machen. Wir fahren jetzt wieder zurück zur Einsatzstelle und fischen die andere Seite des Sees ab. Da, wo der Wind nicht drauf steht, wie ihr seht, hier haben wir jetzt volle Breitseite und hatten auch schon Kontakte, aber jetzt längere Zeit nichts, deswegen geht es einmal zurück und dann sehen wir uns auf der anderen Uferseite wieder. Ruhe hier. Du sollst ruhig sein, habe ich gesagt. Geht doch wieder nach Hause.